Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über No Man's Sky. Nachdem ich längere Zeit nicht mehr No Man's Sky gespielt hatte, bin ich nun wieder zurückgekehrt und habe festgestellt, dass einiges bei diesem Spiel verändert oder weiterentwickelt wurde. Mein Reisebericht heute zeigt eine dieser neuen Erfahrungen, nämlich meine Ausbildung zum Schmuggler. Nach einer ersten Nachricht wurde ich auf ein flüchtiges Piratenschiff eines Piratenkönigs aufmerksam gemacht, das ich zu bekämpfen hatte. Dies gelang mir, obwohl ich mein neues Raumschiff noch nicht wirklich ausgerüstet hatte. Die Folge waren Standortdaten von einem verlassenen Schiff. Das hieß, dass nun auf der Galaxiekarte bei einem System ein Signal in Form eines Totenkopfs erschien. Dort lud ich die Protokolle des Notrufsignals herunter, stellte die Cockpit-Aufnahme wieder her und erhielt ein Treffpunktsignal. Die Nachricht wurde von der Stimme der Freiheit übermittelt, die Mission als unter dem Rebellenstern bezeichnet. Dadurch, dass ich diese Nachricht abgerufen hatte, wurde ich von den Wächtern angegriffen, die ich aber ignorierte. Ich begab mich in den Weltraum, wo ich das erhaltene Treffpunktsignal aus dem Inventar heraus aktivierte. Ein weiteres Totenkopfzeichen markierte das neue Ziel, das es zu erreichen gab. Als ich bei einem verfallenen Frachter stoppte, wurde ich von Piraten angegriffen. Im Sinne der Mission besiegte ich die angreifenden Schiffe, auf das ich ein sogenanntes Navigationssignal Ping-Antwort auf Ruffrequenz entdeckte. Selbstverständlich nahm ich die Herausforderung an, darauf wurden planetare Koordinaten markiert. Dem Totenkopf folgend fand ich im Inneren eines Observatoriums die Eintrittskarte in die Freiheit. Den Piratenüberfall auf das Gebäude ignorierte ich. Die Aktivierung dieser Karte führte erneut zu einer Totenkopfmarkierung auf der Galaxiekarte. Diese Markierung leitete mich in eine Raumstation besonderer Ausstattung. Der Auftrag war, mit den Personen in der Station zu sprechen. Der Bergungshändler bot mir verdächtige Module für meine Ausrüstung an, wo ich mir zwei Updates für die Photonenkanone meines Raumschiffs kaufte, allerdings Updates mit bescheidener Wirkung. Beim Stationskern forderte ich die Stimme der Freiheit an. Die Beschreibung der Mission im Protokoll erhielt die Hinweise, dass der Ankauf von Schwarzmarktwaren profitabel sein könnte, dass man lukrative Missionen für den Kopfgeldmeister der Station abschließen könne und man gefälschte Pässe erwerben solle, um sein Ansehen in regulierten Systemen wiederherzustellen. Durch die Befragung der herumstehenden Personen, sprich der Gesetzlosen, erhielt ich schließlich eine Gesetzlosenkapuze, die ich im Aussehen-Modifikator aktivieren konnte. Jetzt sehe ich wie Obi-Wan Kenobi in Star Wars aus. Beim Schmuggelagenten kaufte ich mir schließlich verdächtige Päckchen, gestohlene DNA-Proben und Blutsalz. Beim Kopfgeldmeister schaute ich mir die angebotenen Missionen an. Wieder in meinem Raumschiff erhielt ich einen gefälschten Pass, mit dem man die Aufzeichnungen auf einem Raumstationskern zurücksetzen kann.
Dann warpte ich zurück in ein reguläres System, besuchte dort die Raumstation und verkaufte die Schmuggelware. Tatsächlich ergab sich bei den DNA-Proben ein Plus von immerhin 158,3%. Für das Blutsalz erhielt ich sogar noch etwas mehr. Die verdächtigen Päckchen brachten keinen Gewinn. Später wurde ich von einer Frachtsonde auf Schmuggelware kontrolliert, da hatte ich aber zum Glück die Ware schon verkauft. Tja, das war eine meiner Erfahrungen mit den Neuerungen in No Man's Sky nach langer Spielpause. Auffällig für mich war auch, dass die Piratenschiffe nun regenerierende Schutzschilder besitzen, die das Abschießen dieser feindlichen Schiffe aufwendiger machen. Und natürlich hat mir der neue Raumschifftyp mit dem aufspannbaren Segel gefallen. Von diesen Schiffen habe ich mir dann auch bald schon mehrere Varianten zugelegt. Mit diesen Bildern der neuen Schiffe beende ich das Video. Ich wünsche euch wieder einmal einen guten Flug durch die Welten von No Man's Sky. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Holle.